Willkommen zurück, Let's Play Final Fantasy 14. Ich bin der Düftetyp, das ist die Düftemieze, das ist Owain. Und wir sind hier gerade eben immer noch in der Halle der Palastwachen. Und wir wurden gerade eben von der Sultana, oder in der letzten Folge von der Sultana eingeladen zu einem Bankett. Und Owain hat ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Jo, wir wollen uns natürlich angucken, was das hier zu bedeuten hat. Dass eine Abenteurerin auf einem Bankett der Sultana geladen wird, geschieht zum ersten Mal in der Geschichte Uldars. Du kannst wahrlich stolz auf dich sein. Dir obliegt es nun, zu beweisen, dass dir diese Ehre wirklich gebührt. Bereite dich angemessen auf dein Treffen mit der Sultana vor. Es gibt eine festliche Etikette, die jeder Teilnehmer des Banketts einzuhalten hat. Du solltest vermutlich besser mit jemandem darüber reden, der nicht den ganzen Tag die Kerben aus seinen Klingen schleift. Mit Momodi hast du ja bereits Bekanntschaft gemacht. Sie scheint mir genau die richtige Ansprechpartnerin für höfische Angelegenheiten zu sein. Oh, Momodi kenne ich. Das ist so eine komische kleine Lalafell, die ganze Zeit Bier verschenkt, ne? Oder ausschenkt. So, die befindet sich natürlich wieder in der Abenteurergilde. Die Abenteurergilde ist leicht zu erreichen, wenn man die Etheriten gefunden hat. Einfach kurz einmal drauf, Etheritenplatz, Abenteurergilde. Und schon sind wir fast da. Müssen nur noch zu Ende laden. Es wird schon wieder Abend hier. Die Zeit verfliegt. So, da ist die gute Momodi. Momodi, komm her. Da ist er. Momodi, erzähl mir ein bisschen was. Hallo Dufte, ich habe die fantastischen Neuigkeiten schon vernommen. Die Sultana hat dich zu einem Bankett eingeladen, stimmt's? Das ist wirklich großartig. Du bist in Windeseile zu einer unserer besten Mitarbeiterinnen geworden. Ohne Arbeitsvertrag, tja, aber dagegen können wir nichts machen. Bist halt nicht versichert und Steuern zahlst du dafür auch nicht. Schwarzarbeit nennt man so etwas. Die Tradition will es, dass jeder Gast ein höfliches Bankett, eines höflichen Banketts sich mit einem Gegenstand schmückt, den die Sultansfamilie eigens für diesen Anlass anfertigen lässt. Dadurch soll verhindert werden, dass sich Attentäter unter die Beteiligten mischen. Die Schmuckstücke werden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in der Goldschmiedegilde angefertigt. Du solltest dich also schleunigst mit der Gildenmeisterin Serendipity in Verbindung setzen. Komm noch einmal zu mir, wenn du dein Geschenk erhalten hast. Dann erkläre ich dir, worauf du auf dem Bankett noch alles achten musst. Wenn ich es dir jetzt schon sage, hast du es bis zum großen Tag bestimmt wieder vergessen. True life. So. Und so wollen wir halt eben auch vorgehen. Die Tür wollte ich gar nicht. Ich wollte die dort hinten nehmen, weil da ist der Etherit. Weil solche Gilden haben natürlich immer einen eigenen Etheriten und der muss natürlich genutzt werden. Und ich versuche euch jetzt einfach mal eine Kante ans Bein zu labern, während ich hier versuche, dieses Etheriten zu drücken. Und ich versuche dann gleich mal zur Goldschmiedegilde zu kommen. Und ja, ich werde sicherlich von der Seite auch schon doof angeglotzt und mit einem Bla im Gedanken abgestempelt. Ja, ja, so sind Frauen nun mal. Jetzt werde ich böse angeguckt. Na toll. So, was haben wir hier? Serendipity. Oh oh, lass die Seifenblasen in Ruhe. Nein, was auch immer du vorhast, lass die Seifenblasen. Nein, nicht im Haus. Nein, nicht. Auch bitte nicht. Da kommen Seifenblasen geflogen. Nicht an meinem Rechner! So. Hallöchen und herzlich willkommen in der Gilde der Goldschmiede. Was kann ich denn für dich tun? Ja, die lispelt hier ein bisschen, oder spricht so ein bisschen wie Paul Pancher. Ah, die Erkennungszeichen fürs Bankett, ja? Die sind fertig. Wie lautet denn dein Name? Duftemieze? Ja, du stehst auf meiner Liste. Dann nimm das gute Stück mal entgegen. Ich hab's nämlich höchstpersönlich geschmiedet. Damit stiehlst du auf dem Bankett jeden die Show. Nun ja. Mal abgesehen von den anderen Gästen. Ach übrigens, die Kiste ist abgeschlossen, falls Momodi dir das noch nicht erzählt hat. Eine letzte Sicherheitsvorkehrung der Palastwache, sozusagen.
Die nehmen die Aufgaben nämlich sehr, sehr ernst. Ja, wie mit der Krone, die auf einmal geklaut wurde. Die Schlüssel zu den Kisten besitzt kein anderer als Momodi. Also schau am besten direkt wieder im Treibsand vorbei. Du kannst unterdrücken. Also man merkt schon, diese Person hier hat einen echt heftigen Sprachfehler. Aber was soll man dagegen tun? Es ist ja noch nicht einmal böse gemeint. Die können ja nichts dafür. So, dann wieder zurück zur Abenteurergilde. Ich hoffe, Momodi hat auch meinen Kaffee dabei. Ansonsten schlage ich der hier den ganzen Laden kaputt. Gesundheit. So, einmal mit Tastatur hier hin und her drücken. Gesundheit noch zum zweiten. Der Kaffee schmeckt ein bisschen wässrig. Ich glaube, die Bohnen sind alle. So, Momodi, gib mir den Schlüssel. Oder Tod, Verderben und Smirnoff of Black Ice nicht unter 5 Flaschen. Da bist du ja wieder, Lufte. Hast du bekommen, was dir zusteht? Dann zeig mal her. Hier, Kiste. Inhalt unbekannt. Oh, was für ein wunderschönes Ohrschmuck diese Kiste birgt. Damit werdet ihr alle richtig feierlich aussehen auf dem diesjährigen Bankett. Ja, jetzt hör auf zu labern und gib mir endlich das. Das ist meine. Die Schmuckinsignien fallen jedes Jahr anders aus. Im letzten Jahr haben die Gäste Halsketten getragen, die auch schon sehr hübsch waren. Aber diese Ohrringe sind noch viel schöner. Wunderbar. Dann bist du jetzt bereit für den großen Abend, zumindest was deine Garderobe anbelangt. Jetzt musst du nur noch dein Lampenfieber in den Griff bekommen. Oder bist du etwa gar nicht aufgeregt? Sprich mich einfach an, wenn es soweit ist, dann erkläre ich den genauen Ablauf des Banketts. Ja. So, wir können hier noch nichts machen. Wir müssen erstmal die Ohrringe anlegen. So, jetzt können wir. Bankett der Tutana. Na, 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 na. So, nun durfte. Bist du nervös? Ja? Bist du schon ganz aufgeregt? Hast du Pipi in die Hose gemacht? Ja? Meinst du, dass das Treffen mit der Sultana nicht erreicht ist? Nicht gut läuft? Ja. Hast du dich denn ordentlich herausgeputzt? Das Bankett steht kurz bevor. Denk daran, die Ohrringe des Ehrengastes anzulegen. Und dann ab mit dir zur Herrschaftspromenade. Bartholomew wird dich in die Weihrauchkammer vorlassen, wo das Bankett stattfindet. Das ist dein Eintrittsticket und die feine Gesellschaft von Ulda. Atme vorher noch einmal tief durch und versuche den Damen und Herren nicht auf die Füße zu treten. Ich doch nicht. Ich bin grazil wie eine Antilope oder wie heißt das Ding mit dem Rüssel? So, Herrscherpromenade. Das ist hier wahrscheinlich Ring der Ges Regentschaft oder so oder Kammer der Regentschaft. Also werde ich mich dorthin bewegen. Schwuppdiwupp. Ah, schon wieder die falsche Tür. Könnt ihr nicht mal hier richtig Ausgang schalten, ranschreiben, Neidkreuzgang und so weiter? Verläuft man sich ja in diesem komischen Rundumgang. So, wir wollen zur Kammer der Regentschaft. Wie schon angekündigt. So, und da sind wir auch schon ran teleportieren. Los, schneller, ich will sprinten, ich habe keine Zeit, Mann. Wie schön das ist. Ah, Entschuldigung, ich bin gerade irgendwie voll geschillt. Ah, ein sehr Psychopath. Psychopath, okay. Komm, für diesen Wortwitz könntet ihr auch einen Daumen lassen. Masomle Bartholomew. Eure Majestät, die Sultana, hält sich in der Wachkammer ein Bankett ab, zu dem nur geladene Gäste eingeladen werden. Oh, verzeih mir bitte, dass ich die Ohrringe nicht gleich gesehen habe. Als Ehrengast bist du natürlich willkommen. Ja. Bin hier natürlich sehr gerne. Wer sagt eigentlich, dass ich kein Feind bin? Da voll bewaffnet reinmarschiere und nur weil ich mich hier also in diese Stadt eingeschleimt habe sozusagen, diese Ohrringe trage und jetzt die Sultana ermorden möchte. Wir nehmen es einfach mal so hin.
meine, hier müssen ja wohl alle Parteien völlig naiv sein. Oh, guck mal, da ist wieder Papa Shan. Ihre Majestät, Sultana Nanamo Ulnamo. Na, wenigstens nicht der ganze Name. Eure Majestät. Danke, General. Hochverehrte Gäste, meine treuen Bürger von Ulda, seid herzlichst gegrüßt. Heute ist ein Ehrengast geladen, dem dieses Reich viel zu verdanken hat. Applaudiert unserer Heldin! Yay, bravo, hast du toll gemacht. Die cheatet. Ich wünsche allen ein vergnügliches Fest. Yippie! Party! Alkohol! Wodka! Du sollst wissen, dass es in Ulda Streit zwischen uns Royalisten und den profitgierigen Republikanern gibt. Als hätten wir mit Flüchtlingen, wilden Stämmen und Primae nicht schon genug Probleme, zerfleischen wir uns auch noch gegenseitig. Die Sultana macht gute Miene zum bösen Spiel, aber die Sorgen lassen ihr keine Ruhe. Um dem Land Frieden zu schenken, müssen wir mit aller Entschlossenheit das Sultanat stärken. Du hast dazu beigetragen und dafür danke ich dir im Namen Uldas. Ich hoffe, dass du uns auch weiterhin treu bleibst. Na, überlege ich mir noch. Was ist das für ein Leuchten? Ist das etwa ein Lichtkristall? Stehst du in Verbindung? Hat er womöglich im Traum zu dir gesprochen? Donnerwetter, das nenne ich eine Überraschung. Vor der Katastrophe kämpften mutige Helden gegen die Primae. Solche aus fernen Ländern wie du. So, entschuldige die kleine Unterbrechung, olles Telefon. Also, weiter geht's. Sie schlossen sich den staatlichen Gesellschaften an und widersetzten sich mit uns gemeinsam dem Galäischen Reich. Vor 5 Jahren zogen sie schließlich mit uns in die Schlacht von Carteno. Danach waren sie spurlos verschwunden. Wir Überlebenden wollen den Helden dafür danken, dass sie ihr Leben für uns und Eosea riskiert haben. Doch niemand erinnert sich mehr an ihre Namen. Sie sind aus dem Gedächtnis getilgt, wie vergilbte Schrift aus einem Buch. Wer an ihre Gesichter denkt, sieht nur ungenaue Konturen von strahlendem Licht. Aufgrund dieses seltsamen Phänomens nennen wir sie die Krieger des Lichts. Du, mit deinem Lichtkristall, erinnerst mich an die Helden von damals. Halte den Kristall in Ehren. Durch ihn wird der Urkristall, wird Heidelin dir deine Bestimmung offenbaren. Du bist keine gewöhnliche Abenteurerin, sondern wirst eines Tages das Schicksal Eoseas bestimmen. Ich hoffe nur, dass du als Heldin aus der Geschichte hervorgehst und nicht als Märtyrerin.
gehört dem, der zuerst danach greift. Krieger von Uldar, zeigt eure Stärke! Verflucht! Die linke Flanke verliert an Kraft. Die Barrakudas müssen nachrücken. Die Kerntruppen müssen die Position halten. Um jeden Preis. Die gelben Schlangen sind in Bedrängnis. Schnell, schickt ihnen die weißen Wölfe zu Hilfe. Wir können die Abenteurer nicht im Stich lassen. Nicht, wo sie so großen Mut beweisen. Was ist los, Kane? Nichts. Es ist nichts. Verdammt! Nicht nachlassen! Von einem lauen Lüftchen wie diesem werden wir nicht weichen! Irgendwas ist dort drüben. An die Blutgeschworenen! Was ist da los? Antwortet! Verflucht! Roban, bitte um Antwort! Hier ist Jakey Schreider von den Blutgeschworenen! Jackis? Verdammt, was ist los? Was passiert da? Was ist das? Wir müssen weg von hier, aber es gibt keinen Ausweg. Verdammt, Chloe-Schwar brennt! Jackis, melde dich! Jackis! General Raumann, hier geht nichts mehr! Wir müssen weg! Die Flammen sind überall! Warte! Jackis! Clovis! Ihr Götter! Wofür wollt ihr uns bestrafen? Auch kein Kontakt zu den Barrakudas? Nichts, Admiral. Die Kontaktperle ist tot. Was ist mit unseren Kämpfern? Keine Antwort, ehrwürdige Saatseherin. Eine dunkle Präsenz scheint den Empfang zu stören. Versuch es weiter. Wir müssen sie erreichen. Jawohl. Admiral. General, es ist aus. Wir müssen den Befehl zum Rückzug geben. Und Louisoir, wollt ihr den krepieren lassen, ja? General, es ist zu spät, um einfach nach dem Sieg zu greifen. Diese Schlacht wird keinen Sieger kennen, das wisst ihr. Wir opfern unschuldige Leben. Seht die Abenteurer, die kämpfen, obwohl sie kein Eid an uns bindet. Lasst sie gehen. Wenn jemand bei Louisoir bleiben soll, dann wir. Befehl an alle Einheiten des Mahlstroms. Sofortiger Rückzug. Ich wiederhole. Alle Einheiten zurückziehen. Gebt der Abenteurerinfanterie den Vorrang. Die Haupttruppen sichern den Rückzug. Verflucht! Funker! Die Legion zieht sich zurück. Ich weiß, dass die verdammte Kontaktperle tot ist. Renn schon los, verdammt nochmal! Das ist kein Gefecht gegen die Galliar mehr. Das
Das ist ein Massaker von unbeschreiblichen Ausmaßen. Dalamut ist unser Ende. Dieser abscheuliche, grenzenlose Hass. Wir nehmen unsere Position an Louisoirs Seite ein. In Stellung. Kaspahamul, Sorini Mumuzidun Sul. Lugal O, Asavata Embet Mubuz. Kiskatatoga Hati Vatadons. Sie es Niger, die Stanzion Lilanri Eat Zadaido On. Dufte, geht's dir wieder besser? Kannst du mich verstehen? Hallo, hier unten am Boden lieg ich. Ich bin so klein, ich kann nicht mal über die Bettkante gucken. Erinnerst du dich, was mit dir passiert ist? Du bist mitten im Gespräch mit dem General in Ohnmacht gefallen. Danach habe ich dich hier ins Zimmer bringen lassen, damit du dich erholen kannst. Mit deinem plötzlichen Aussetzer hast du bei den Anwesenden einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wenn auch nicht den besten. ein Mischenmieze. Ich trink das. Du, tot. Die Aufregung der letzten Zeit war sicher ein wenig zu viel für dich. Da kann selbst die stärkste Abenteurerin mal schlapp werden. Oder machen. Ja, Urlaub nennt man sowas. In Fachkreisen. Aber jetzt hast du schon mal wieder Farbe im Gesicht und es geht dir wieder besser. Naltal sei Dank. Dann kann ich mich ja jetzt wieder auf wieder dem Geschäft widmen und so und Zeugs unterm Tisch verticken. Ach ja, der Phönixgeneral Rauban hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Du sollst dich bei ihm in der ewigen Halle melden. Er macht sich bestimmt Sorgen um dein Wohlbefinden und vielleicht möchte er auch eure Unterhaltung fortsetzen bei dem Bankett, so je unterbrochen wurde. Ich bin da mal weiter Bier verticken. So, das hier ist das Gästezimmer. Ich erkläre hierzu erstmal nichts. Wir wollen noch mal ein bisschen weitermachen. Kommen wir noch früh genug zu, keine Sorge. Häufig genug. So, wir wollen jetzt erstmal. Wo wollen wir hin? Ich habe hier irgendwo einen Dienst gesehen. Ah ja, da. Die ewige Halle. Genau da spazieren wir jetzt hin. Und wop, 9,7. Wusch. Weil die letzten 10 Minuten dieser Aufnahme wollen wir natürlich auch noch ein bisschen mit der Story weitermachen. Und dann hoffentlich bald noch ein bisschen mehr zu machen als einfach nur den Kram. Rauban! Da steht er! Ah, schön, dich wieder auf den Beinen zu sehen, Dufte. Ich hoffe, du hast dich gut erholt. Es gibt nämlich ein ernstes Problem, von dem ich glaube, dass du es lösen kannst. Mach ich. Also, warum ich dich herbestellt habe, das sage ich dir gleich. Nämlich jetzt. Die Abstimmung der Wüste. Nein, Stimme der Wüste.
Es geht um dieses Schreiben an die Anführer der Eroseischen Allianz, die ich aufgesetzt habe. What? Erinnerst du dich an die Schlacht auf der Kartenoer Heide? Ein schwarzer Tag in der Geschichte Eoseas. 5 Jahre sind seitdem vergangen und noch immer kann man den Verlust so viele tapferer Kämpfer nicht... Ich könnte kotzen. Ja, nerv. Also, 5 Jahre sind seitdem vergangen und noch immer kann ich den Verlust so vieler tapferer Kämpfer nicht verwinden. Und auch, dass wir nicht die geringste Spur von den Kriegern des Lichts haben, lässt mir keine Ruhe. Wir müssen schließlich abschließen mit dem, was nicht mehr ungeschehen zu machen ist, und unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Aber nicht, bevor wir in aller Form und Würde von den Gefallenen Abschied genommen haben. Zum 5. Jahrestag der Schlacht werden wir deshalb eine Gedächtnisfeier zu ihren Ehren halten, so wie ich es im Schreiben festgehalten habe. Dir, Duftemieze, habe ich die Schreiben anvertraut, damit du sie zu meinen Bündnispartnern der Allianz bringst, zu Admiral Murwurp und der ältesten Saatseherin Kan-e Senna. Genauso wie die Abenteurer, die damals ihr Leben zu geben bereit waren, hast du Ulda schon aus so mancher brenzlichen Lage gerettet und dafür hast du meinen Respekt. Du wärst die Richtige, um die Botschaft zu überbringen. Und jetzt noch ein bisschen Text. Genau. Du hast das Feuer einer wahren Uldanerin im Herzen. Dann ernenne ich dich zu meiner offiziellen Botin. Bring meine Nachricht nach Gridania und Lim Saluminsa. Nicht gerade ein kurzer Spaziergang, aber sei versichert, dass ich nicht Wochen auf Antwort warten werde. Oh, eine leere Hand. Das ist ein offizieller Luftschiffpass. Damit du berechtigst, bist du berechtigt, die Luftlinienschiffe zu nutzen, die zwischen Uldar und den Bündnisstaaten verkehren. Die Luftfahrt war nicht immer so eingeschränkt wie heute. Aber die bedrohliche Präsenz der Galea hat uns gezwungen, die Flüge drastisch zu reduzieren. Und deswegen kommt auch nicht jeder so einfach an einen Luftschiffpass. Flüge sind Leuten mit wichtigen Missionen vorbehalten, so eine wie du sie nun vertrittst. Abgesehen davon hattest du noch andere Fürsprecher. Eine bestimmte Organisation war sehr interessiert daran, dass du einen bekommst. Auch andere haben also erkannt, dass ein Potenzial in dir steckt, das nicht verschwendet werden darf. Und du, Duftemieze, sollst nie vergessen, dass du zu großen Berufen bist. Ich werde dafür sorgen, dass du auf deinem Weg vorankommst. Lest es euch durch.